Hi, heute stelle ich euch den Kankan vor, ein dreisitziges Kanu komplett aus Dropstitch-Material. Dank Doppelhubpumpe können wir den Kankan in ca. 7 Minuten aufpumpen, reine Pumpzeit wohlgemerkt. Bis das Boot einsatzbereit ist, vergehen maximal 15 Minuten, dann sind wir auf dem Wasser. Der Kankan hat drei Luftkammern. Als erstes pumpen wir die Bodenplatte auf. Standardmäßig haben wir drei Sitzbänke. Das Breite ist für die Mitte, die zwei angeschrägten vorne und hinten. Also den Kankan haben wir jetzt fertig aufgebaut. Er ist jetzt bereit, als Dreisitzer aufs Wasser zu gehen. Dann haben wir stabile Alupaddel dabei, Nylonblätter, teilbare Aluschäfte für das kleine Pappmaß. Die Finne ist auch dabei, die unterstützt das geradeaus vorne am See. Kann man ohne Werkzeug einfach mit dem Splint am Boden befestigen. Wer den Kankan als Familienboot nutzen möchte, der kann auch noch mit der mittleren Sitzbank ein Stück zurückgehen und hier die zweite Mittelbank einbauen. Dann ist es ein 2+2 Boot für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß beim Paddeln.